Dungeon müssen wir noch kurz suchen. Na gut, die Bewegungsgeschwindigkeit lässt ein bisschen zu wünschen übrig. Aber man kann ja nicht alles haben. Aber eine Goldtruhe, Schlüssel haben wir keinen. Ah, da ist das Dungeon. Ja, ja, baller mich halt weg. Jo, Level Up noch bekommen. Ich würde sagen, wir leveln erst wieder bei Level 36, bis wir die nächsten drei Fähigkeiten haben. Ja, Demon Spawn kann ja fliegen, also ignorieren wir jegliche Aufgaben in diesem Dungeon. Und gehen einfach zum Boss. Ganz easy. So, den kotzen wir auch mal kurz weg. Jo. Ein Relikt. Nice. Und sogar ein sehr gutes. Ah, ne, doch nicht. Okay. Ja, es ist auch ein gutes Item. Hexbell. Und zwar haben unsere normalen Angriffe eine Chance, Gegner in Äpfel zu verwandeln. Ich glaube, eigentlich hat es keinen großen Nutzen, dieses Relikt. Da nämlich Gegner, wenn sie gerade eine Fähigkeit casten und sie dann zum Apfel verwandelt werden, die Fähigkeit trotzdem durchgeht. Weil sie werden dadurch nicht unterbrochen, was ich sehr schade finde. Na scheiße, durch Häuser komme ich nicht mit dem Kotzstrahl. Ist aber auch nicht tragisch. So, da haben wir schon mal einen Apfel gehabt. Da haben wir noch einen. Oh, sehr schön. Wenn die auf alle auf dem Haufen stehen, ist das Kotzen ja so übernice. Da haben wir noch irgendwo einen. Jawohl. Und das war Map Nummer 1. Also noch nicht. Jetzt kommt erstmal natürlich der Boss. Unterwasserboss. Natürlich. Ein einfacher Boss hätte es nicht getan. Natürlich nicht. Jo. Aber da geht er down. Wir müssen schön auf unsere Luftanzeige achten. Oh Gott, ich hab irgendwas im Hals. So, schnell das Geld einsammeln und raus hier. Map Nummer 2. Beziehungsweise, genau, Dungeon. Ja, das war auch klar. Auch hier, Gegner wurde hochgeschlagen, trotzdem geht sein Feuerspucken noch durch. Direkt noch ein Level abbekommen. Alles klar. Das Leveln funktioniert schon mal sehr, sehr gut. Ja, aus dem Gift rauslaufen. Oh Gott. Haben wir richtig Schaden verloren. Das Gift ist, glaube ich, im Moment unser Todfeind. Allgemein in dem Spiel. Ja, und der Feuertyp hier auch. So, sehr nice. Wir finden echt keine normalen Schlüssel. So, kurz weggehauen. Das Hochschlagen macht auch Schaden. Das war gar nicht mal so wenig. Gerade wenn es mehrere Gegner auf einmal sind. Sowas wie hier. Ah, schade. Da ziehen wir noch zu wenig ab. Um die zu erledigen. Aber kommt noch alles. Ah, shit. Das war sehr knapp. Ich hasse das Vieh mit dem ringsrum Gift. Sehr nervig. Komm, treff ihn. Jawohl. Okay. Ah, shit. Yo. Das sollte ich vielleicht vermeiden, durch Gift zu laufen. Da nämlich der... wie heißt es? Der Demon Spawn, keine Fähigkeit, um rauszukommen. Also kein Dash oder sowas, wie der Demon Slayer. Dementsprechend muss ich da in den Nahkampf irgendwie gehen. Oh Gott. Das war knapp. Ah, shit, hier spawnt der Boss schon. Fuck, habe ich nicht aufgepasst. Passt, ist erledigt. Ah, shit, wir haben gerade mal 32 Armor. Shit, shit, shit. So, hier gibt es nur Gold. Und sind wieder auf einer normalen Map. Ja, schade. Auch kein Dungeon, keine Krypta. Dementsprechend normal. Normal die Gegner erledigen. Jetzt kommen die blöden Explosionsgegner. Halten nicht viel aus, aber die Explosion nervt einfach, wenn die ganzen Schüsse da angeflogen kommen.
Aber auch hier schön, wie Gegner da zusammenstehen hier unten. Man schön ankotzen kann. Oder die hier. Das war knapp. Scheiß Laserstrahlgegner. Oder Kotzstrahlgegner, je nachdem. Als was man es sehen will, was sie da können. Oh, nice. Shit. Okay, das funktioniert bis jetzt noch. Yo. Ich sollte mal so kämpfen. Und in die Richtung runterkotzen. Das müsste das Effektivste sein. Noch ein Level Up. Sehr nice. Alle erledigt. Noch irgendwas Gescheites gedroppt? Nee, gar nicht. Okay, 100.000 Leben. Alles klar. Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wir könnten ein kleines Problem bekommen. Eventuell, je nachdem, wie wir uns jetzt gerade anstellen. Ja, wir würden sie mal ranziehen. Aber schön auf Distanz bleiben, was ja wunderbar funktioniert mit dem Demon Spawn. Passiert uns da nichts. Ein gelbes Item. Nice. Und nächste Map. Ist, glaube ich, sogar schon die vorletzte. Gott, auch schon wieder kein Dungeon, keine Krypta. Das sind auch ätzende Gegner, die fliegen. Mit den scheiß Kugeln, wobei die ja sehr langsam fliegen. Also man kann das eigentlich auch sehr schön ausweichen. Hier haben wir jetzt einen Shop, der wäre jetzt eigentlich nicht verkehrt, wenn wir einen Schlüssel hätten. So, hier müssen wir auf die Giftlachen auf dem Boden aufpassen. Diese grünen. Die verschwinden nicht. Sondern die sind die ganze Zeit da. Und wie wir wissen, macht Gift ja unheimlich viel Schaden. So. Ich hätte Lust, einen Schlüssel zu finden. Okay, das dauert jetzt wieder lang, wenn Gegner halt über 50.000 Leben haben. Das ist schon wieder sehr anstrengend. Oh, eine Quest. Wir müssen hier die paar Gegner töten. Kriegen dann easy 20.000 Erfahrungspunkte. Muss ich mal schauen, dass ich sie gleich abgebe. Das wird blöd. Ja, hier leben immer noch die Questgegner jetzt nicht mehr. Schön abgegeben. Und Level Up gesichert. Jawohl. Ah, der Strahl ist einfach so nice. Wie man sieht. Das müssen die letzten Gegner sein. Kristallschlüssel haben wir nicht. Ah, kann man hier nicht noch einen Schlüssel finden? Irgendwie. Kann nicht sein, dass man auf Schwierigkeitsgrad normal so einen Schlüsselmangel hat. Oh, Mann. Ja, anscheinend aber schon. Oh, nice. Hier können wir noch ein bisschen Action machen. Hat hier jemand einen Schlüssel? Das sieht nicht so aus. Leute, habt ihr kein Zuhause? Oder habt ihr keine Türen dran, dass ihr keine Schlüssel braucht? Das kann doch nicht sein. Okay. Dann leider ohne Shop auf die nächste Wave. Ja, Map. Ach komm, stirb doch. Danke.
Shit. Naja, man kann ja nicht alles haben. Okay, der ist easy. Geht der Boss down. Er droppt auch nur Geld, ne? Ah, shit. Jetzt habe ich den Helm nicht aufgehoben. Alles klar. Hatten dem ganzen Akt jetzt nur einen Dungeon. Dafür gibt es hier aber noch einen Shop. Und mehr Kisten. Somit ist die Wahrscheinlichkeit ein bisschen höher, auch reinzukommen in den Shop. Oh Gott. Scheiß Eisgegner. Ich kotze in die falsche Richtung. Oh Mann. Oh Gott. Boah, du hast zu viel Leben, Digga. Nice. Ah, das kann nicht sein. Oh shit. Da wurden wir jetzt ein bisschen zu oft getroffen, aber es geht ja noch. Hier haben wir noch ein bisschen Kisten. Jawohl. Alter, ein Schlüssel. Nice. Hat ja auch gedauert. Ey, da böllern wir jetzt richtig rein. Warte, ab mit euch. Wow. Chill mal. Oha. Das war knapp. Shit, hat das Schaden gemacht. Es hätte jetzt richtig böse enden können. An der Stelle. Oh, shit. Puh, nochmal Glück gehabt auf jeden Fall. Oh, was haben wir hier unten? Kisten. Oh, aber nichts. Oh, ja, klar, ich hatte von beiden getroffen, natürlich. Ach, zwei Gegner. Jo, und letzter Gegner. Boah, beziehungsweise fliegen und er. Nice. So, dann gönnen wir uns noch den Dungeon. Und dann kommt der Aktboss schon. Was gibt's Tolles? Ah, okay. Das Relikt nehmen wir trotzdem. Ist auch so ein Item, was einfach um uns rumfliegt und Gegner angreift. Kaufen uns hier den Scheiß. Und sind beim Aktboss. Akt 3 sind wir ja jetzt. Mal gucken, wir haben gerade mal 4600 Leben. Alter, das ist nichts. Aber das sollte machbar sein. Ist er bis jetzt auch. So, da spuckt er jetzt sein Blutding, jawohl. Und ist down. Huh. Hat funktioniert. Da ist aber, glaube ich, noch ein Gegner, oder? Nee. Oh, ein Relikt, mit dem man Gegner ranziehen kann. Jawohl. Wollte ich immer schon mal haben. Und dann sind wir jetzt auch schon im vierten Akt. So, gehen gewohnt wieder raus in die Stadt. Schauen uns schön die Relikte, nicht Relikte, sondern Items an, die wir bekommen haben. Ups. Ja, ist eh besser. Ja, nehmen wir auf jeden Fall. Mehr Stamina. Und das war's schon wieder. Ja, wir haben extrem wenig aufgehoben. Muss ich mir mal angewöhnen, dass ich mehr aufhebe. Nur bin ich es halt auch gewohnt von dem anderen Charakter, mit dem ich halt auf Destruction spiele. Eben, dass ich keine blauen Items aufhebe. Aber hier im Let's Play muss ich es ja machen. Genau, ich will bis Level 36 warten. Ist ja sogar gleich. Dann hauen wir hier ein paar Punkte rein. Ansonsten gehen wir schön auf Armor. Hier haben wir Akt 4, ist offen. Mache ich dann auch beim nächsten Mal. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen und haut rein.